Die Lunge sorgt dafür, dass der Körper ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Damit gehört sie zu den lebenswichtigsten Organen des Körpers. Die eingeatmete Luft gelangt durch die Luftröhre in die Bronchien und von dort in die Lungenbläschen, wo der unverbrauchte Sauerstoff gegen den verbrauchten Sauerstoff, dem Kohlendioxid, ausgetauscht wird. Es gibt Menschen, die überempfindlich auf unterschiedlichste Einflüsse wie Pollen, kalte Luft, Rauch oder Extremsituationen wie Angst reagieren. Die Folge davon können massive Atembeschwerden in Form von Asthmaanfällen sein. Bei einem Asthmaanfall ziehen sich die Bronchien krampfartig zusammen und es wird schlagartig viel zäher Schleim in der Lunge produziert. Somit entsteht das Gefühl, gegen einen Widerstand atmen zu müssen. Eine Brustenge wird spürbar und durch die übermäßige Schleimproduktion entsteht massiver Hustenreiz sowie die gefürchtete Atemnot. Bei einem Asthmaanfall, aber oft auch schon vorbeugend, lindern meist Cortisonpräparate die Symptome. Hochwirksames Cortison hat oft viele unerwünschte Nebenwirkungen. Neben Gewichtszunahme durch Wassereinlagerung im Gewebe können die Knochen ihre gewohnte Stabilität verlieren, Diabetes kann entstehen und die Haut wird häufig dünn. Reines Cineol aus Eukalyptusblättern gewonnen, wirkt stark antientzündlich sowie schleimlösend. Diese Eigenschaften macht man sich bei der effektiven Therapie von Bronchitis und Nebenhöhlenentzündungen zunutze. Auch in der Asthmatherapie hat Cineol mittlerweile seinen festen Platz. Cineol wird zusätzlich zur Asthma-Basismedikation eingesetzt und kann so die Cortisondosis um knapp 40% reduzieren. Cineol minimiert so das Nebenwirkungspotenzial von Cortison erheblich. Durch mehrere aktuelle wissenschaftliche Studien konnten die positiven Wirkungen von Cineol-Kapseln bei Nebenhöhlenentzündungen, Bronchitis, Asthma und auch der COPD belegt werden.